Danke an Dani. Ja, ich will einfach mal sehen. Jawohl. Ja, richtig, richtig schön, dass ihr alle mit da seid. Crazy einfach. Jetzt 165 Leute auf dem Call. Jetzt mag ich natürlich nicht zu lang machen, weil ich weiß, Janina hat nach mir einen Part und muss dann nochmal weiter zu einem anderen Part. Deswegen will ich das Ganze nicht zu lange machen. Ich habe mir sehr, sehr lange Gedanken gemacht, was ich euch eigentlich erzählen möchte. Ja, was ich euch eigentlich erzählen möchte. Und ganz wichtig ist mir erstmal zu sagen oder zu fragen, was meinst du, warum Menschen in diesem Business hier starten? Warum starten Menschen in diesem Business? Na, ich habe das schon mal so ein bisschen in die Art angedeutet. Warum starten Menschen in diesem Business? Ja, was wollen sie oder was haben sie? Ja, weil sie mehr vom Leben wollen. Geld, um mehr Geld zu verdienen, Unabhängigkeit. Ja, aber einige, ja, hier, Christine hat es wieder geschrieben. Hoffnung. Ja, Menschen haben Hoffnung. Menschen starten hier in diesem Business, weil sie Hoffnung haben, mehr zu bekommen. Irgendwie ein bisschen vielleicht mehr Reisen, mehr Geld, mehr Zeit. Keine Ahnung, vielleicht sind es mehr Freunde, vielleicht was auch immer. Menschen wollen einfach nur ein bisschen mehr. Und dafür haben sie Hoffnung. Ja? Und der Punkt ist, Hoffnung ist sehr stark daran gekoppelt, ja, wie motiviert wir sind. Wenn unsere Hoffnung schwindet, sind wir motivierter. Wir haben also keinen wirklichen Drive. Hoffnung hält uns das Ganze, den ganzen Traum am Leben. Aber der Punkt ist, Hoffnung bringt uns nicht dahin, wo wir hinwollen. Ja, warum? Weil Hoffnung ist nicht so stark. Hoffnung, ja, das ist wirklich so ein Überlebensding. Ja, aber Hoffnung ist nicht das, das uns nachher wirklich diesen kompletten Drive mitgibt, hier wirklich richtig, richtig beizukommen. Ja, weil, stell dir mal vor, ich hoffe, dass ich den Trade gewinne. Ich hoffe, dass ich den Trade im TP schließe. Werde ich unbedingt in den Trade reingehen, wenn ich hoffe? Wer von euch kennt es, wenn man so einen Trade analysiert, den anschaut und denkt, boah, der könnte es sein, aber man traut sich nicht reinzugehen? Kennst du das? Ja, das ist Hoffnung. Das ist Hoffnung, weil du einfach nur sagst, hey, boah, es wäre richtig schön, wenn der aufgeht. Na, wenn du ihn siehst, dass er aufgegangen ist, denkst du, oh Mann, ey. Hoffnung ist also nicht genau das, was du vielleicht immer brauchst. Was brauchen wir Menschen, um wirklich komplett neue Ergebnisse in unserem Leben zu haben? Was ist wirklich das, was uns weiterbringt im Leben? Ja, Frage an dich. Ja, Belief, Thomas schreibt sie rein. Belief, Glaube. Und ich mag euch meine Erfahrung von der Convention mitgeben, denn hier auf dem Boden, da sind gerade tatsächlich so komische Striche. Und es ist wirklich so, und das durfte ich schon sehr, sehr früh im Network lernen, aber auch das Trading. Ja, wir hatten 3 Tage. Tag 1 war nur Trading, Trading-Mindset von den erfolgreichsten Tradern, die es überhaupt gibt. Ja, das sind Menschen, die 8-stellige, 9-stellige Trading-Konten verwalten. Das ist also wirklich crazy zu sehen, ja, was man da mitbekommt. Und auf der anderen Seite dann Freitag und Samstag, ja, da war die Networker-Seite mit am Start. Und was wir benötigen, ist der Schritt von Hoffnung zu Glaube. Warum erzähle ich dir das? Weil genau dieser Schritt entsteht auf so einem Event. Ja, auf solchen großen Events entstehen genau diese Schritte. Warum? Weil wir Menschen sehen, die da auf der Bühne sind, die extrem viel in ihrem Leben erreicht haben und vielleicht lispeln. Keine Ahnung, an was man Menschen immer ausmacht, dass sie vielleicht nichts Besseres sind als du. Ja, indem sie vielleicht humpeln. Also sorry Leute, es war so krass, aber ich war so nah an der Bühne. Es war richtig heftig zu sehen. Christopher Terry hatte so Einlagen in seinen Schuhen und ist immer so ein kleines bisschen gehumpelt. Und ich dachte so, hey, das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch, ein ganz normaler Mensch. Ja, du siehst diese Leute und merkst einfach, dass da was ganz, ganz Besonderes ist. Und genau durch diese Events entsteht Glaube. Und wenn du Glaube hast, dann wirst du in diesen Trade reingehen, wenn du weißt, du wirst den Trade gewinnen. Wenn du Glaube hast, ja, wirst du anders mit Menschen kommunizieren. Wenn du Glaube hast, dass du hier erfolgreich wirst und eine Person sagt zu dir, hey, ich will quitten, ich will nicht mehr weitermachen, ja, was passiert dann? Dann schwindet nicht deine Hoffnung, weil du glaubst ja immer noch dran, dass du es schaffst. Und das ist das Beste, was du überhaupt haben kannst, dieses Selbstverständnis. Und
hier mag ich dir nur eine Story mitbringen von Bryce Thompson. Die fand ich unglaublich inspirierend. Bryce Thompson hat erzählt, dass er im Jahr 2016 hat er sich beworben bei Microsoft. Im Jahr 2016 hat er sich beworben bei Microsoft und wollte dort als Verkäufer arbeiten. Ja? Und das ist so eine verrückte Story. Er wollte sich als Verkäufer oder hat sich als Verkäufer beworben und hat gesagt, und halt so rum, sein Mitbewohner, der mit ihm gewohnt hat, der hat den Job bekommen, Bryce hat den Job nicht bekommen. So, wenn du Glaube hast, dass du mehr in deinem Leben erreichst, wenn du selbstbewusst bist, wirst du eine Sache in dem Moment anders tun. Ja? Die eine oder andere Person würde vielleicht zu seinen Eltern gehen und sagen, ich habe den Job nicht bekommen. Mann, schon wieder nicht. Schon wieder eine Absage. Ich weiß nicht, ob ich genug bin. Könnt ihr mir zustimmen, dass der Durchschnittsmensch genau das sagt? Ja, oder? Wisst ihr, was Bryce gesagt hat? Bryce ist zu seiner Mama gegangen und hat gesagt, Mama, ich bin überqualifiziert für dieses Geschäft. Ich bin überqualifiziert. Deswegen hat er ein halbes Jahr später oder so, da kann ich nicht mehr das Genauere sagen, aber auch 2016 hat er sich nochmal bei Microsoft beworben. Wisst ihr als was? Als Manager von so einer Filiale. Und wisst ihr, was kam? Eine Absage. Jeder normale Mensch würde jetzt sagen, ich weiß ja nicht so, eine zweite Absage. Bin ich genug in diesem Leben? Kann ich das wirklich? Doch Bryce hat eine ganz wichtige Sache in seinem Leben, die er so krass umsetzt. Und ich glaube, dass das auch ihn wirklich dahin bringt, ja, wo er hingegangen ist. Und zwar hat er Glaube. Er ist wieder zu seiner Mama gegangen und hat gesagt, Mama, ich bin überqualifiziert. Soll ich euch eine verrückte Story erzählen? Es ist das Jahr 2022 und Bryce Thompson bekommt eine E-Mail von Microsoft, ob er bei Microsoft als Keynote-Speaker sprechen darf. Als Keynote-Speaker bei Microsoft. Ja, das ist eine andere Liga. Wenn ihr euch vorstellt, wie groß Microsoft ist, der ist nicht irgendwie in Sales oder ein Manager oder sonst irgendwas, ein Keynote-Speaker bei Microsoft. Und wisst ihr, was ganz unten in der Mail drin steht? Hoppala. Ganz unten in der Mail steht drin, hey, verrate uns bitte noch deinen Preis. Wie viel Geld möchtest du haben, dass du auf unser Keynote sprichst? Wird euch eine Sache bewusst? Glaube. Es ist einfach nur Glaube, der dich vorwärts bringt. Und genau dafür sind diese Events. Und ich mag jetzt hier wirklich die Chance nochmal nutzen, ja, um Promo auch zu machen für das Event in Barcelona. Weil ich darf dir sagen, du musst in Barcelona dabei sein. Warum? Viele Menschen haben finanzielle Struggle. Viele Menschen wissen nicht richtig, wie sie dorthin kommen sollen und sagen, oh, ich weiß nicht, wie ich schaffe. Ich kann dir sagen, es ist viel teurer, nicht hinzugehen, als hinzugehen. Warum? Weil langfristig wirst du einfach checken, wo du damit hinkommst. Weil wenn du aktuell nur Hoffnung hast und diesen Schritt gehst und damit dadurch Glaube bekommst, wird sich alles verändern. Und ich habe eigentlich gedacht, dass ich dir noch irgendwas mitgeben will an Value, den ich aufsaugen konnte, aber ich muss es erstmal im Flugzeug auf dem Heimweg zusammenfassen. Ja, das waren so viele Gedanken, Emotionen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit mitgeschrieben. Das ist wirklich anders. Aber ich mag dir eine Sache mitgeben. Und zwar wurde ich schon häufig gefragt, wie es sich anfühlt, Chairman zu sein. Wie es sich anfühlt, Chairman zu sein. Und ich habe immer gesagt, ich weiß es gar nicht so richtig. Ich kann das nicht beschreiben. Und ich möchte dir hier was mitgeben. Und ich wünsche dir tatsächlich, dass du irgendwann an diesen Punkt kommst, dass du auch dort bist. Warum? Weil es ganz besonders war. Leute, wir sind ja hier gemeinsam in Miami, ja, und als Chairman kriegst du so ein extra Bändchen. Und ich mag euch einfach da ich habe Jonina die ganze Zeit geschrieben, weil ich sie da auf diesem Weg mitnehmen wollte, weil ich ihr diese Gefühle mitgeben wollte, weil ich weiß es, ja, da gibt es so einmal so für normale, also die GA, also General Admission, die normalen Tickets,
Dann gibt es die VIP-Tickets, da durfte ich dann mit meinem Bändchen rein. Und dann ist um die Bühne außenrum ist so ein Bereich, wo Tische stehen, ja, und wo dann alle Chairmans sitzen. Und ich stand an diesem Eingang und ich hatte richtig Herzklopfen. Ich hatte so unglaubliches Herzklopfen, weil ich wusste, da überschreite ich irgendwie wieder so eine Zone von Hoffnung zu Glaube, weil ich mich mit solchen Menschen auseinandersetzen darf, weil ich mich mit solchen Menschen umgeben darf. Und ich hatte richtig Angst, dass die Security mich nicht in diesen Bereich reinlässt, weil sie mir nicht glaubt, dass ich Chairman bin. Na? Und ich bin dann diesen Weg da reingegangen und genau da ging es schon los. Also ich stand ganz vorne dann an der Bühne, ja, dann sind da die ganzen Leute da drüber gelaufen und so weiter, war schon crazy. Und dann setzt du dich hin, guckst du links zu dir, Matt Rosa, rechts Jason Brown, ja, dann sitzt da Manny und Chairman 100, Chairman 250, ja, die gestern einen Austin Godsey, den wahrscheinlich jeder kennt, und du bist den hautnah. In diesem Bereich bin ich später, ja, mit Sadie gemeinsam zu Bryce Thompson gegangen. Ich stand vor dem mit schlotternden Knie. Ich so, oh mein Gott, Bryce Thompson, ein Superstar. Ja, so hat es sich angefühlt. Und wir haben ihm eine Frage gestellt und er hat uns ein 10 Minuten Mentorship gegeben zu zweit. Ja, Sadie und mir hat er ein Mentorship gegeben und ich dachte so, boah, was ein Typ. Ja, und das einfach zu erleben mit diesen Menschen. Ich meine, ich war irgendwo in einem Kreis mit Millionären. Ich meine, Bryce Thompson verdient, ne, hier ohne Income Claims, aber ich glaube, wir können das selber zusammenrechnen, dass da einiges zusammenkommt. Und er hat auf der letzten Convention gesagt, dass er im Trading im Monat mehr verdient, als er komplett in seiner gesamten Network-Karriere verdient hat. Und das ist wirklich eine andere Liga. Und ich wünsche dir, dass du den Mut hast, dir Gas zu geben, dass du den Mut hast, auf so ein Event zu kommen, weil auf diesem Event wirst du genau das erleben. Und dann gibt es zum Mittagessen eine Chairman Lounge. Und ich laufe so rein und ich gucke so, wo gibt es Platz? Natürlich habe ich geguckt, dass ich irgendwo bei den Deutschen sitze, weil ich kenne ja sonst niemanden. Ja. Und dann sitzt du mit einem Christopher Derrick, ja, der ist der erste Go-Live-Educator gewesen am Tisch. Mit Julian Kushner, mit Johnny Lopez am Tisch. Und denkst so, wow, ich bin umgeben von Millionären. Dann läuft dann David Immuniti an dir vorbei und du denkst, irgendwas ist ja anders. Und das ist mir bewusst geworden, ja, dass ich noch mehr will. Warum? Ich finde, im deutschsprachigen Bereich ist es so, ja, ein P5, da bist du einer der Größten, du wirst gefeiert und jeder denkt, boah, was ein Typ oder was eine Frau. Chairman, denkst du? Eigentlich bin ich ein kleines Würstchen. Weil ich durfte dort auf der Convention, ja, beitreten zu einem Raum, wo Menschen oder in dem Menschen sind, die alle mehr haben als ich. Ich habe mich gefühlt wie das kleinste Würstchen im Raum. Und deswegen wünsche ich mir, dass du den Mut hast, Chairman zu gehen, eine Entscheidung zu treffen, auf so ein Event zu gehen, weil dort erweitert sich alles. Meine Frequenz hat sich erweitert. Ich habe mit Bryce Thompson darüber gesprochen, wie ich Lieder anziehen kann. Wisst ihr, was Bryce gesagt hat? Schreibst du regelmäßig Lieder an? Ich so, wie? Soll ich die cross-recruiten oder soll ich, wie schreibe ich irgendwie Lieder an? Also connectest du dich mit Menschen aus anderen Networks, connectest du dich mit Menschen, die Leader sind, die muss ja nicht mal im Network sein, aber schreibst du denen? Ich so, nee. Also nimm einfach Kontakt auf, bau eine Freundschaft mit erfolgreichen Menschen auf, dann wirst du diese Menschen anziehen. Und das hat in meinem Kopf so lang gerattert. Ich habe aber gemerkt, wie ich durch das Event auf eine neue Frequenz kam. Wisst ihr, was passiert ist? Ich habe seit 2 Monaten einen IMD bei mir im Team bei Choose Plus. Von Choose Plus habe ich einen IMD bei mir im Team, der bisher nur getradet hat. Der kommt zu mir und sagt, Simon, ich suche eine neue Herausforderung. Ich will das Network aufbauen. Ich hatte vorhin den Call mit Dani, mit ihm gemeinsam. Ja, und er hat gesagt, er will richtig Gas geben und er kann sich vorstellen, hier wirklich all in zu gehen. Und eine Stunde später kam eine Nachricht, in der er gesagt hat, hey, pass auf, morgen schreibe ich die erste Person ein. Sie ist QNMD bei Choose Plus. QNMD ist die Position, die ich bei Choose Plus hatte. Das ist die zweithöchste nationale Position. Und ich dachte, oh mein Gott, was kommt da eigentlich zu mir? Nochmal an demselben Tag, ja, wo Silvio mir geschrieben hat, hey, ich will durchstarten,
hat mir Koray geschrieben, Simon, pass auf, jetzt hat sich alles bei mir erledigt. Ich bin bereit, jetzt durchzustarten. Koray ist ein NMD, den ich von Schussbass, die habe ich alle auf meine ersten Incentive Thinker kennengelernt. Ja, und hat auch einen unglaublichen Umsatz, ein unglaublich großes Team aufgebaut. Und ich dachte nur, warum kommen jetzt diese Menschen? Weil ich auf eine andere Frequenz gegangen bin durch dieses Event. Und deswegen wünsche ich es dir, weil, hey, hier fahren Autos rum. Ja, weil tatsächlich ist es so, dass ich davon überzeugt bin, dass es nicht darum geht, wie deine Skills sind, dass es nicht darum geht, was du kannst, dass es nicht darum geht, ja, um irgendwas, wie du im Trading bist oder ähnliches. Es geht einzig darum, allein darum, auf welcher Frequenz bist du. Und wenn du glaubst, schwingst du auf einer anderen Frequenz. Und deswegen, ja, wünsche ich mir für dich, dass du in Barcelona dabei bist. Und dafür mache ich noch einen ganz, ganz speziellen, ja, Zoom am Mittwoch um 21 Uhr für alle, die P150 und above sind. Wenn du aktuell kein P150 bist, ja, dann solltest du ganz dringend schauen, dass du am Mittwoch mit dabei sein kannst und auf P150 gehst. Ja, deswegen, ich freue mich unglaublich drauf. Und ich glaube, Junina war die Person, die am meisten mitgelitten hat. Junina war wirklich die Person, die alles miterlebt hat, die telefonieren durfte mit einem Nen und einem Chairman 25, die telefonieren durfte, ja, und überall mit dabei war und sich gefühlt hat, ja, als ob sie dabei war, aber sie doch nicht anfassen konnte. Und deswegen freue ich mich auf den Tag von Junina. Ich weiß, Junina, sorry, ja, du darfst jetzt ganz, ganz schnell reden. Aber deswegen den Link, den Flyer für Mittwoch teile ich. Und Junina, ich würde sagen, du bist dran. Yes, danke schön, danke schön, danke schön. Leute, ich darf mich wirklich ganz, ganz, ganz kurz halten. Und das ist auch überhaupt kein Problem so. Ich habe gerade nämlich so eine unfassbare Energie, dass ich gar nicht langsam sprechen kann oder dass ich gar nicht irgendwie stückchenweise irgendwas mit euch teilen kann. Ich möchte jetzt einmal erstmal von euch in dieser Chatbox wissen, Leute. Wer sagt, ich hätte gerne, dass irgendwas anders ist in meinem Geschäft? Die Leute, die nicht so zu 100% zufrieden sind mit ihren Resultaten, die sie gerade haben, haben wir eine 1 in die Chatbox, sei mal ehrlich. Okay, nächste Frage, wir machen direkt weiter. Nächste Frage, wer sagt, ich habe gerade voll gemerkt, dass bei Simon irgendwas anders ist? Diese Energie, haben wir eine 2 in die Chatbox. Habt ihr das gemerkt, was für eine andere Energie gerade Simon hatte? Ja, wir haben schon so oft so eine geile Energie von Simon bekommen, aber ich glaube, Leute, so haben wir ihn noch nie gesehen. Ja, dass er nicht mal Worte finden kann, um irgendwie seine Emotionen oder das, was er erlebt hat dort, mit uns zu teilen. Ja, ich möchte jetzt ganz kurz ein, zwei Minütchen, wirklich nicht länger, mit dir darüber sprechen. Meine Überschrift oder mein Thema soll sein, auf einer Skala von 1 bis 10, wie beschissen ist es, die ganze Zeit solche Events zu verpassen? Die Antwort ist 12. Und da spreche ich aus eigener Erfahrung. Weil Leute, diese einzelnen FaceTime-Anrufe, wo ich jetzt dabei sein durfte in Miami, ihr habt keine Ahnung, was für eine Energie mir diese paar Minuten über FaceTime mitgegeben haben. Und wisst ihr, was alles war, was mir die ganze Zeit durch den Kopf gegangen ist? Was passiert mit mir, wenn ich live vor Ort bin? Was wird wohl mit mir passieren, wenn ich live vor Ort bin? Ich glaube, mit Valentina Finestra haben wir die ganze Zeit privat geschrieben und wir waren die ganze Zeit beide so, oh mein Gott, ich verlobe und ich, sonst irgendwas. Ja, ich kann dir nur sagen, ich bin seit 2 Jahren bei I Am Mastery Academy und leider hatte ich bis heute noch nicht die Möglichkeit, auf einer Convention zu sein, auf einer großen Convention zu sein. Ja, Barcelona wird meine allererste Convention. Und ich weiß ganz genau, ja, was der Daniel immer auch der Jacqueline sagt und auch mir schon mal gesagt hat. Er sagt immer, Junina, du bist seit 2 Jahren bei I Am, aber du hast keine Ahnung, was I Am ist. Und ich so, dein Ernst, Bro, hallo, hallo, natürlich weiß ich, was I Am ist. Und er sagt, nein, du warst noch nie auf einer Convention. Du warst noch nie auf einer Convention. Und ich möchte direkt das Wort wieder abgeben, weil ich habe hier direkt mein iPad ready mit dem nächsten Zoom-Call, wo ich jetzt speaken darf. Ich möchte abschließen mit einem einzigen Satz oder mit einer einzigen Aussage. Ja? Und du darfst wirklich mal diese Aussage durch deinen Kopf gehen lassen, okay? Du darfst einfach mal für dich dir Gedanken über diese Aussage machen. Es gibt kein Beides. Beides ist nicht möglich, okay? Entweder du verzichtest auf deine Ausreden oder du verzichtest auf deinen Erfolg. Entweder du verzichtest auf eins von beiden. Beiden musst du verzichten.
eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Du kannst nicht ausreden und Erfolg haben. Und egal, warum du bis jetzt noch kein Ticket für Barcelona hast, es ist eine Ausrede. Entweder Daniel, weil Leute, ihr habt keine Ahnung, was unsere Chairman 25 Upline gleich ankündigen wird. Glaubt mir, wenn ich euch sage, normalerweise frage ich mal, ob ihr ready dafür seid. Das brauche ich jetzt gar nicht zu fragen, weil ihr seid nicht ready. Ihr seid sowas von nicht ready dafür. Deswegen würde ich sagen, Dani, ich will dir nicht viel, noch mehr Zeit klauen. Ich hüpfe in den nächsten Call und ich freue mich auf die Ankündigung. Let's go! Dani entstummen? Kann jemand Dani entstummen? Ich bin gerade sehr, sehr schlau gewesen. Ich habe gerade meine Kamera angemacht und dann begonnen zu reden und nicht realisiert, dass ich das Mikrofon vielleicht auch noch anmachen sollte. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Internationaler Call am Start. Ja, Simon aus Miami am Start, Janina aus Deutschland, ich gerade hier mit dem Burj Khalifa im Hintergrund in Dubai. Ist auch auf jeden Fall sehr, sehr wild, mal drei Kontinente auf einen Call zu haben. Und ja, ich will einfach nur, bevor wir wirklich diese große Ankündigung draufgehen, was da jetzt wirklich jetzt gerade kommt. Auf jeden Fall, ich kann euch eines vorneweg sagen, ihr dürft euch auf jeden Fall gefasst machen auf das, was kommt, weil das, was kommt, das wird definitiv sehr, sehr, sehr stark anders sein. Ja, das kann ich auch nochmal vorneweg sagen. Aber einfach noch ganz, ganz kurz, um einfach auf das noch anzuknüpfen, was jetzt eigentlich im Endeffekt gesagt wurde. Ich kann euch wirklich nur eine Sache mit auf den Weg geben, und zwar jede Person, die dieses Geschäft ernst meint, ist in Barcelona am Start. Jede Person, die dieses Geschäft als einen Kindergarten sieht, ist nicht am Start. Ja, wenn du wirklich Erfolg haben möchtest, dann bist du dort vor Ort, weil ich sage dir eine Sache, was wirklich der große Unterschied ist. Und zwar, wie es jetzt gerade vorhin schon gesagt wurde, es geht meiner Meinung nach nicht mal groß darum, was dir dort mitgegeben wird. Weil das Was hast du definitiv schon mal gehört. Du hast definitiv schon mal gehört, wie du im Network Marketing erfolgreich wirst. Du hast definitiv schon mal gehört, wie du im Trading mit erfolgreich wirst. Zu 100%. Du hast es schon mal gehört. Aber glaub mir, der exakt gleiche Satz kommt dort ganz anders an. Der exakt gleiche Satz hat dort eine ganz andere Wirkung. Zwei verschiedene Welten. Leute, ich war meine ersten 8 Monate in dieser Industrie nicht erfolgreich. Ich habe meine ersten 8 Monate in dieser Industrie nichts geschissen bekommen auf gut Deutsch. Ich hatte 2 Teampartner, meine Mom und eine Person, die von meinem besten Freund damals runtergesponsert wurde als Midline. Ich durfte den einschreiben, damit ich auch endlich einen habe. Das war damals mein erster Partner, geschenkt von meiner Upline damals. Das war mein Resultat, die ersten 8 Monate. Wie kann es sein, dass ich danach 6 Monate später nach der Convention Chairman war? Wie kann es sein, dass ich zuerst von Nein zu Nein zu Nein zu Nein zu Nein gerannt bin und danach von Ja zu Ja zu Ja? Simon hat es perfekt gesagt. Dein Belief wird sich verändern. Dein Glaube wird sich verändern. Komplett verschiedene Welten. Deswegen schau, dass du bei dieser Convention am Start bist. Schau, dass du irgendwie einen Weg findest. Weil ich sage es immer wieder, es geht nicht darum, wie viel Geld diese Convention kostet. Es geht nur darum, wie viel Geld du nicht verdienen wirst, wenn du da am Start bist. Es geht darum, wie viel Geld du verlieren wirst, weil du nicht am Start bist. Es geht darum, wie viele Ziele du nicht erreichen wirst, weil du nicht dort am Start bist. Es geht darum, wie viele Menschen du im Stich lässt, weil du nicht dort am Start bist. Diese Convention verändert alles. Leute, es gibt, ich sage es euch, wie es ist, ich habe nichts davon, wenn ihr da seid. Ich kriege keinen Cent. Simon hat nichts davon, wenn ihr kommt. Er kriegt keinen Cent. Wir kriegen aber langfristig was davon, weil du definitiv ein anderes Leben haben wirst danach. Deswegen schau, dass du dort am Start bist. Und wenn du jetzt noch kein Ticket hast, dann organisier dir eins. Und ich verspreche dir eines, es wird die beste Entscheidung sein, die du jemals getroffen hast, weil ein solches Event, das kann man nicht in Worte fassen, was das mit dir auslöst. Und jetzt gehen wir weiter und zu dem, was ich eigentlich im Endeffekt überhaupt sagen wollte. Denn ich wollte eigentlich gar nicht über Barcelona sprechen, aber ihr merkt es selber, ich bin so excited und ich freue mich so unglaublich stark, dass endlich wieder in 4 Wochen eine solche Convention stattfindet. Ihr müsst euch vorstellen, seit 2 Jahren warten wir auf diesen Moment, dass das wieder möglich ist. Ja, und jetzt haben wir diesen Moment. Und du darfst ein Teil davon sein. Du darfst ebenfalls ein Teil davon sein, von dieser Veränderung, was danach passiert, von dieser riesigen Welle, die danach kommen wird, von diesen
Tausenden von Success Stories, die danach entstehen werden, wegen diesem Convention. Das wird einfach nur unglaublich crazy und ich freue mich da unglaublich verrückt drauf. Ja? Jetzt kommen wir aber zu diesen zwei Punkten, über was ich überhaupt sprechen wollte. Und das erste hat die eine oder andere Person von euch schon mitbekommen. Ja? Das erste, was ich ansprechen wollte, ist einfach mal diese Double Rush Promotion. Ja? Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen in den Gruppenchats, aber I Am Mastery Academy, oder besser gesagt Christopher Terry, hat uns bis Barcelona wieder eine solche Double Rush Promotion ermöglicht. Das bedeutet, jede Person, die hier bei IAM starten möchte, hat die Möglichkeit, für $50 günstiger zu starten, plus du hast die Möglichkeit, für jedes Mal, wenn du 2 Signups hast, nicht nur einen Bonus von $25 pro Signup abzuholen, sondern jedes Mal, wenn du 2 Leute startest, kriegst du einen Bonus von $100. Das ist absolut crazy, ja, was wir hier für eine Möglichkeit haben, die Leute wirklich mit einem Vorzugspreis registrieren zu können, damit sie wirklich hier ein Teil davon sein können. Ja, absolut verrückt. Und ich sage es auch immer wieder, ja, das Universum, das spielt einfach für uns mit. Das Universum ist immer da, wenn wir das Universum brauchen. Denn ich habe mit ein paar Führungskräften, währenddem wir hier in Dubai waren, vor 1,5 Wochen, wo alle da waren beim Incentive, habe ich mit ihnen darüber gesprochen, hey, wir sind jetzt gerade hier bei diesem Incentive und wir brauchen the next big thing. Deswegen steht auch auf diesem Flyer von heute the next big thing. Und jetzt frage ich mal einfach mal kurz in den Chat, was könnte the next big thing sein? Ballert mal los, was könnte the next big thing sein? Was haben wir uns ausgedacht? Haut das mal kurz in den Chat, was wird jetzt gleich kommen? Ich hoffe, der eine oder andere kann es sich vorstellen. Incentive, exakt. Wir haben uns etwas überlegt, ein neues Incentive. Und dieses Incentive, das wird ganz anders. Ich sage es euch, wie es ist, dieses Incentive, das wird ganz anders und ich weiß nicht, wo diese Geschichte hingeht. Ich sage es, dieses Incentive, das wird komplett verrückt, weil das, was wir uns hier ausgedacht haben, das ist so ein bisschen anders als die meisten Incentives oder besser gesagt alle Incentives, die es bisher gab. Ja? Ihr müsst euch vorstellen, wir waren hier in Dubai insgesamt mit 16 Leuten, die sich qualifiziert haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. 16 Leuten, glaube ich, die sich qualifiziert haben auf eine 17 Leute, die sich, ja, aber 16 Leute, die sich qualifiziert haben, oder? Also ich und Simon, wir mussten uns ja eigentlich nicht qualifizieren dafür. So. Ja, genau. So, im Endeffekt muss ich mir vorstellen, so, 16 Leute, die sich dafür qualifizieren mussten. Ich und Simon haben das für alle bezahlt, so, ja? So, das Ding ist jetzt, wir haben jetzt uns ein Incentive überlegt, wo wir aber nicht nur die besten 16 von einer Organisation mitnehmen möchten, von Hunderten von Menschen, von bald 1000 plus Menschen, by the way. Ja, DNA wächst crazy, DNA ist auf einem verrückten Weg. Wir haben uns etwas überlegt, dass jeder Mensch, der will, dabei sein kann. Jeder Mensch, der will, dabei sein kann. Wenn er logischerweise auch dazu bereit ist, etwas dafür zu tun. Und das ist wirklich unglaublich crazy. Ich möchte jetzt zuerst darüber sprechen, von wann bis wann denn überhaupt diese Qualifikation passiert. Von wann bis wann hast du die Möglichkeit, dich für dieses Incentive zu qualifizieren? Und der erste Tag, der beginnt morgen. Oder besser gesagt, in circa 2 Stunden und 20 Minuten bei euch. In 2 Stunden bis in 20 Minuten beginnt schon die Qualifikation für dieses Incentive. Bis wann dauert diese Incentive-Qualifikation? Bis zum 8. Mai. 8.5.2022. Bis dann dauert diese Qualifikation. Das heißt, es ist gerade... Ja, 8.5. ist richtig. Gut, perfekt. Ja, das heißt, wir haben jetzt 4 Wochen bis zu Barcelona, danach findet Barcelona statt und danach geht es nochmals 4 Wochen. Und das Ganze haben wir extra so gelegt, weil wir ganz genau wissen, dass die Menschen, die in Barcelona sein werden, auch mit diesem Incentive zusammen etwas erschaffen werden, was man sich so wahrscheinlich noch nicht vorstellen kann. Weil was haben wir uns gedacht? Etwas sehr, sehr Verrücktes. Vielleicht bevor wir sagen, wer alles mitkommen kann, was machen wir überhaupt, von wann bis wann? Ja, 18.06. bis 25.06. Das ist
Juni. Sorry, ich musste kurz mit Ben nachts, also 18.06. bis 25.06. 18. Juni bis 25. Juni werden wir alle zusammen, alle, die sich für dieses Incentive qualifizieren, höchstwahrscheinlich zu 99,9% auf eine griechische Insel gehen, nach Kreta. Das ist so aktuell der Plan. Es könnte sich eventuell ändern, aber ich würde mal sagen, zu 99,9% nicht. Ja, wir werden höchstwahrscheinlich miteinander nach Kreta gehen, wird auf jeden Fall unglaublich verrückt. Und jetzt erfahrt ihr, wer alles da mit am Start sein kann. Und das ist wirklich absolut crazy. Das ist absolut crazy. Und ich hoffe jetzt schon, dass ich und Simon richtig tief in die Tasche greifen müssen, damit wir die Führungskräfte unterstützen müssen mit Geld, weil es sonst nicht aufgehen würde. Ich hoffe es sehr, sehr stark, weil die Möglichkeit, die besteht. Ja? Das heißt, es ist wirklich etwas unglaublich Verrücktes. Denn wir haben uns gesagt, alle Leute, die Stand jetzt, 13.03.2022, das heißt besser gesagt, gestern, so, 13.03.2022. Alle Leute, die gestern unranked oder P150 im Backoffice stehen haben, die müssen was tun? P600 gehen. Alle Leute, die gestern P600 im Backoffice stehen hatten, müssen was tun? P1K gehen. That's it. P1K above ist sowieso dabei. Alle Leute, die P600 sind, müssen P1 gehen. Und alle, die noch keinen Rank oder P150 haben, die gehen P600. Das ist etwas unglaublich Verrücktes. Ein solches Incentive, das ist etwas, was absolut verrückt ist. Weil ihr müsst euch vorstellen, wenn man ein Incentive gestaltet, jetzt beispielsweise, wo die besten 15 mit am Start sind, dann sind die besten 15 mit am Start. Aber Platz 16, Platz 17, Platz 18 hat vielleicht auch sehr, sehr viel Gas gegeben. Was passiert mit einer Person, die 2-3 Wochen vor Incentive-Schluss erst gerade gestartet ist? Hat die noch sehr, sehr große Chancen mit dabei zu sein? Ja, wird vielleicht ein bisschen hart. Die Chance ist da, definitiv. Aber es wird sehr, sehr schwierig, das Ganze aufholen zu können. Doch das, was wir jetzt gerade haben, das ist etwas, wo jeder dabei sein kann, wenn er dabei sein will. P600 above und für alle, die jetzt schon P6 sind, P1 above. Absolut crazy. Wichtiges Detail hier noch am Rande. Am 4. Juni, sprich 14 Tage, 2 Wochen vor der Abreise, muss der Rang im Backoffice bestätigt sein. Der Rang muss im Backoffice bestätigt sein. Warum macht man das Ganze? Ganz einfach aus dem Grund, weil es trotzdem darum geht, Menschen zu supporten. Weil es trotzdem darum geht, ein Team zu kreieren und nicht einfach wie wild und verrückt einfach loszurennen, einmal kurz irgendwie in P600 reinzusmashen und danach sagen, ich bin qualifiziert, ich mache gar nichts mehr. So, das ist nicht der Sinn und Zweck und es ist definitiv nicht nach diesem Motto, wo dieses Team lebt, nämlich People over Profit zu denken. Aber mit diesem Incentive haben wir etwas unglaublich Verrücktes geschaffen, weil ich will euch eine Sache mit auf den Weg geben. Wir haben schon einmal ein solches Incentive gemacht. Hat es nicht stattfinden können wegen Corona. So, da hat uns Corona einen riesigen Strich durch die Rechnung gemacht und wir hatten keine Chance mehr, irgendwie dorthin zu gehen. Für alle, die sich noch zurückerinnern konnten, das war damals so dieses Incentive nach Marokko. Ja, dann, wo dann Corona endlich vorbei war und alles wieder fertig war, dann sind so die nächsten Trips angestanden und das ging einfach leider ohne dieses Incentive weiter. Aber wir haben jetzt wirklich jetzt wieder die Möglichkeit, das Ganze wieder zu tun. Und ich will euch nur eine Sache mit auf den Weg geben, was ich damals erlebt habe. Was ich damals gesehen habe, was damals kreiert wurde. Menschen, welche am Start waren, welche monatelang Schwierigkeiten hatten, ihr Business groß aufzubauen, haben in kürzester Zeit Ränge gesmasht wie noch nie zuvor. Weil das eine, was ich dir hierbei mit auf den Weg geben möchte, ist nicht, qualifizierst du dich. Das, was ich dir hier mit auf den Weg geben möchte, ist, wie viele Leute aus deiner Organisation nimmst du mit? Wie viele Leute aus deinem Team wirst du bei diesem Incentive am Start haben? Wie viele Leute aus deinem Team haben dank dir, dank deiner Entscheidung, die du triffst, all in zu gehen? By the way, auch im Barca dabei zu sein, weil wenn du im Barca dabei bist, dann hast du auch die Möglichkeit, alles zu erschaffen, was du dir vorstellen kannst, weil die Energie am richtigen Ort ist. Aber frag dich mal, was passiert, wenn du 3 Menschen mit an diesem Incentive hast? Frag dich mal, was mit deiner Organisation passiert, wenn du 5 Menschen mit zu diesem Incentive nimmst.
Frag dich mal, was passiert, wenn du 10 Menschen hilfst, P600 zu gehen, um sie mit zu diesem Incentive zu nehmen. Jeder will bei diesem Incentive dabei sein und du hast die Möglichkeit, so viel wie möglich zu kreieren, wie du willst. Hast du 10 P600 in deiner Organisation? Ich wette mit dir, du wirst ein sehr, sehr stabiler P2K sein. Sehr, sehr stabil, by the way. Sehr, sehr stabil. Hast du 20 P600 in deiner Organisation? Ich wette mit dir, du wirst ein P5K sein. Ist es schwierig, 20 Menschen mitnehmen zu können? Nein, es ist eine Entscheidung, die du triffst. Eine Entscheidung, all in zu gehen und so viele Menschen wie möglich zu diesem Incentive mitzunehmen. Und ich kann dir einfach hier am Rande noch eine Sache mit auf den Weg geben. Schau, dass du in Barcelona mit am Start bist, weil ich wette jetzt schon eine Sache. Die Personen, die in Barcelona am Start sein werden, das sind nicht nur erstens die Menschen, die bei diesem Incentive dabei sind, sondern definitiv die Menschen, die am meisten Leute bei diesem Incentive dabei haben. Und zweitens, die höchsten Ränge der Organisation haben werden. Deswegen, ich freue mich unglaublich stark, dass wir sie da wirklich auf die Beine stellen. Das wird unglaublich verrückt. Ich freue mich unglaublich crazy darauf. Ja? Und mit diesen Worten würde ich einfach sagen, lass uns loslegen. Today is day one. This incentive hat begonnen. P600 above ist am Start. Und alle, die jetzt schon P600 sind, P1K, dann bist du mit am Start. Nimm so viele Menschen wie möglich mit und verändere dein Business für immer und ewig. In diesem Sinne, macht's gut, habt alle einen wunderschönen Sonntagabend und wir hören uns. Bye-bye. Liebe Grüße hier live aus Dubai. Macht's gut. Bye-bye.